Welcome to Saint-Tropez. Hallo Leute, zum ersten Part von Let's Play Flappy MMO. Also Flappy Birds, Flappy MMO. Flappy MMO heißt die Seite flappymmo.com. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Tja. Wir sind gerade 95 Online-Spieler, als 94 Online-Spieler auf dem Server. Das ist gerade Server 16. Die Server-Highscore ist 60 und meine ist 37. Ja, und ich nehme auch mit einem neuen Programm auf. Educator. Zeige ich euch mal gleich. Man muss sich nicht so lange schneiden und das Ganze über Camtasia. Das Intro werden wir haben. Ich nehme das alte mit den Lasern wieder. Ein neues Intro werde ich noch machen. Da ist der King, da der mit der Mütze. Da sieht ihr ihn sogar. Der mit der Mütze hier. Das ist der König. Das kann man mit der Maus spielen und auch mit irgendeiner Taste. Zum Beispiel jetzt mit, ich spiele gerade mit der Taste G, H, irgendwas. Man kann irgendwie Taste nehmen. Sieht ihr? Ich drücke irgendwas und springe in die Höhe. Es ist im Grunde genommen egal, welche Taste man drückt, auf welche Taste man drückt. Naja, dieser König ist ja nicht so gut. Vor kurzem war ich auf dem Server 7. Da war der Rekord 345. Oder 335. Richtung 345. Und ja. Da ist der König immer weitergekommen. Also der Rekord war 344 und dann war er 345 nur mein Punkt besser. Und da war der König, also nicht so wie der hier die ganze Zeit zu sehen. Der hat nur einmal mit Glück 60 geschafft, denke ich. Also ist es eigentlich auch so. Ich versuche jetzt mal noch einen Highscore von dem Server zu machen. Es gibt hier auf dem Flappy MMO. Seit gibt es drei Versionen von Flappy Bird. Mit einem Fisch und irgendeine andere. Ich weiß nicht, was es ist. Zeige ich euch dann später aber. Es gibt schon einen neuen Rekord, 66. Naja. Das Programm habe ich auch gehört, ist, naja, natürlich ist es gratis. Plus, mit Camtasia werde ich auch ein paar Sachen aufnehmen, natürlich. Kommt davon, ich kann mit Educator auch mit Camtasia. Mit Camtasia kann man natürlich auch besser bearbeiten, gebe ich ja zu. Dann muss ich mir das Programm Windows Movie Maker runterladen. Mit dem kann man dann besser bearbeiten, das Educator in 1080p. Also in einer extrem Full HD Grafik, also Full HD. Full HD extrem. Also natürlich auch in 720p kann man auch abnehmen. Und auf der normalen 85 auch. Wow, wir haben fast einen Score gemacht. 34. Und unser Bester ist 37. Versuchen wir es. Naja. Ich danke für die jetzt. Ich glaube 30 haben wir schon was. 27. Ich denke, sind sie jetzt, keine Ahnung, 27 waren es letztens. Vielleicht sind sie schon 30 Abos oder so. Danke für die Abos, alle, die mich abonniert haben. Finde ich recht nice. So viele Abos zu haben, ist jetzt keine Ahnung was. Das sind jetzt weniger Abos, aber ich finde es cool, so viel zu haben. Danke an alle, die mich abonniert haben. Also, überhaupt danke an alle, die mir Daumen hoch geben, überhaupt die Videos anschauen. Das letzte SF-Game-Part-Tagebuch-Video, also Tagebuch 2, ja, ich habe jetzt lange kein Tagebuch hochgeladen. Ich bin jetzt extrem von der Schule inaktiv, deswegen nehme ich es auch mit einem anderen Programm auf. Ich kann mich nicht aussprechen. Mit dem Programm kann man auch ohne Limit, also nicht so wie Bandicam, gratis Aufnahmeprogramm, nur 10 Minuten. Das ist ohne Limit, unbegrenzt. Man kann so lange spielen,
Spiele aufnehmen, Desktop aufnehmen, was auch immer. Wie lange man will, könnte man, keine Ahnung, 10.000 Stunden Livestream, normales LP aufnehmen. Und ja, dann mache ich noch, sagen wir, 5 Spiele. Das ist das erste, nach 4, nach dem. Dann zeige ich euch eine andere Version davon, aber die machen wir nur kurz. Flippy-Bet habe ich auch am Handy, an meinem Smartphone. Auf dem Smartphone ist es extrem schwieriger. Viel schwieriger. Und es wurde auch gelöscht vom App Store und Play Store. Wegen dem ganzen, naja, viele Leute haben ihre eigenen Handys kaputt gemacht. Plus viele Leute haben ihre Tablets kaputt gemacht, Smartphones, iPhones, was auch immer alles. Das Spiel war extrem süchtig, es hatte viele Downloads. Also ich glaube, es hatte jetzt die 5, ich glaube, es hatte die 20, 15 meisten Downloads oder so von ganz Play Store und App Store. Also das war richtig krass. Und es hat auch fast gar nichts verbraucht, kein Speicher. Also keine Ahnung, bei mir verbraucht es glaube ich 15 Megabyte oder so, 20. Ist eigentlich im Grunde genommen gar nichts. Oder halt nur 10 Megabyte, ich weiß jetzt nicht. Im Gegensatz zu dem Angry Birds Go, das Spiel hat glaube ich über 100 oder so verbraucht was. Ich glaube ein Gigabyte oder so, oder halbes Gigabyte verbraucht das ganze Spiel. Naja. Das Spiel wurde auch noch dazu gelöscht. Ich weiß nicht, ob es wegen dem ist, aber einer hat sogar seinen eigenen Bruder getötet. Indem er hat schon auf dem Handy über 200 oder über 300 Punkte hatte und sein Bruder einfach ihn verarscht hat, hey, ist es Touch, und er hat einfach sein Handy die ganze Zeit angefasst. Und ja, dann ist es so ausgezockt, wie auch immer man es nennen soll. Und ja, hat seinen Bruder umgebracht. Also hat einfach Messer aus der Küche genommen und hat ihn einfach umgebracht. Naja, komisch. Die heutigen Spiele, Videogames, was auch immer, sind immer aggressiver. Ich hätte wieder fast ein neues Highscore, wieder 34. Okay, dann mal eine andere Version. Ja, Flappy Fish. Die gibt es, denke ich, auch im Play Store. Im App Store weiß ich nicht. Da ist auch halt alles gleich. Also da ist das Core 88, auch Server 16. Meins ist ja auch 37, das ist immer bei jedem von den drei Themen gleich. Also hier steht Change Theme. Ziemlich das dann. Hier auch Rekord 88, auch Server 16 und auch der gleiche Rekord von mir. Leute, wenn ihr wisst, was das ist, was hier schwebt oder was auch immer. Ich denke, ich weiß es aber ungefähr, den Namen weiß ich jetzt nicht. Ja, bitte sagt es mir auch. Das hätte ich auch gerne gewusst. Und das will ich auch noch wissen. Wir sind 137 und bei Flappy Bird sind auch 137, also das ist das gleiche. Und alle, die jetzt das spielen und das andere spielen, es ist einfach das gleiche. Ist egal, was sie spielen. Das finde ich auch sehr geil, wenn man hier die anderen Spieler sieht. Und das kann man auch mit den Freunden spielen, habe ich bei Ungespielt, von Ungespielt kennt ihr sicher. Minecraft LPA hat Flappy Bird aufgenommen, genau das gleiche, dann habe ich das, wollte ich das mal testen. Und es ist viel besser als alle anderen, wer keine Ahnung, welchen Browser Game, also Browser Seite, zum Beispiel eine Seite namens Spieleaffe.com oder so. Das gibt's auch, aber nicht so wie das hier. Also der Ungespielt hat mit Zombie und wie heißt der andere, habe ich jetzt vergessen.
Also hat mit Team, man kann ja also mit Freunden spielen, kann man sich da irgendwie treffen. Dann haben sie einfach gespielt zusammen. Dann schauen die Freunde gleich aus wie der, wie du, nur halt sind sie blau, also wie die hier gelb. Sind glaube ich auch durchsichtig, das weiß ich jetzt nicht. Tja. Na dann, keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Wenn ich nachschaue, aber ich zeige euch dann gleich mal das Programm, nur kurz vorbeigeluchst. Nach der kleinen kurzen Runde hier. 50er Stau, egal. Hier ist das Programm. Ihr seht es nicht so gut. Hier, ich zeige euch mal. Ja. Und wie lange nehme ich auf? Schon 10 Minuten. Okay. Machen wir denn noch bis 11,5 oder so. Noch 5 Spiele, sagen wir dann das. Intro noch davor, werden es alle 12 Minuten sein, ist okay für den ersten Part. Ungefähr so lange wie das für ungespielt. Naja, also Flipperbett finde ich recht geil. Ich bin nicht so wie die anderen, dass sie ihre Handys kaputt machen oder so. Einfach werfen. Ich habe das Handy Samsung Galaxy Note 1. Und ja. Noch 2 Runden oder eine. Ich kann nicht zählen. Ich glaube 2. Noch eine Runde, das letzte. Hä? Das zählt nicht. Ich bin mit der Maus weggesprungen. Also, ich zeige euch nochmal kurz was. Also, wie man eigentlich viel weiter kommt. Also, alle hier sterben fast beim ersten. Seht ihr, da sind schon alle weg dort vorne. Ich komme mal etwas weiter. Oh. Jetzt sterbe ich nur. Oh, Leute. Was ist das für ein Spiel? Weiterkommen. Ich komme etwas weiter, so bis 15 oder so, bis ich dann mal sterbe. Ja, da. Da sind jetzt auch nur noch mehr 5, weil es vorne über 40, dort ist fast niemand, vielleicht 3 oder so. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem wunderbaren Part von Flappy Bird, Flappy MMO, wie auch immer wir es nennen möchten oder ihr. Und ja. Ich möchte, dass ihr mich abonniert, kommentiert und einen Daumen nach oben zu diesem Video gibt. Und haut rein!